Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute möchte ich dir zeigen, wie du in Google Docs ein Textfeld einfügen kannst. Und wenn du keine neuen Tutorials mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal. Dort findest du auch zahlreiche Videos über Google Slides oder PowerPoint online. Und los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Ich habe hier wieder das Dokument mit dem Beispieltext und den verschiedenen Abschnitten und es kann ja sein, dass du jetzt hier in Google Docs sagen möchtest, okay, ich möchte jetzt hier zwischen den beiden Abschnitten ein Textfeld haben, um, was weiß ich, der Grund ist eigentlich egal, aber du kannst es auf jeden Fall in Google Docs so einstellen und dafür brauchst du eine Zeichnung. Zu den Zeichnungen habe ich auch schon ein extra Video gemacht in Google Sheets und in Google Docs. Und um eine Zeichnung zu verwenden, gehst du auf den Reiter Einfügen und Zeichnung und dann auf Neu. Das heißt, du erstellst dir eine neue Zeichnung. Da öffnet sich dann hier dieses Riesenfenster mit extrem vielen Einstellungsmöglichkeiten. Aber das Wichtigste ist der Punkt hier und zwar das Textfeld. Und dann ziehst du hier quasi dein Textfeld und schreibst dann hier, ich weiß nicht, beispielsweise dein Lieblingszitat hin. So, das ist mein Lieblingszitat. Weiß ich nicht, Sokrates oder so. Keine Ahnung. Kann ja sein, dass du davon dein Lieblingszitat haben möchtest. Und du kannst hier dann dieses Textfeld noch bearbeiten. Also du kannst hier die Ausrichtung einstellen, dass das zentriert ist. Du kannst hier die Schriftart ändern. Du kannst die Schriftfarbe ändern. Ich nehme mal jetzt Orange. Du kannst es fett machen und unterstreichen. Ja, quasi alles so, wie du das normal in Google Docs auch machen kannst. Und was cool ist, du kannst sogar eine Rahmenlinie drumherum einfügen, könntest du. Ja, dann ist hier so eine dicke Rahmenlinie mit drumherum, wenn du das haben möchtest oder auch gepunktet. Und wenn du das alles so eingestellt hast, wie du das möchtest, gehst du am Ende auf Speichern und Schließen. Und dann wird hier dein Textfeld eingefügt und du kannst es quasi wie ein Bild verwenden. Das heißt, du kannst es kleiner machen, größer machen. Gut, das ist jetzt relativ dünn, aber du kannst es größer machen. Und es wie ein Bild verwenden und hast hier quasi dein Textfeld eingefügt. Und wenn du das Ganze wieder bearbeiten möchtest, gehst du einfach auf Bearbeiten und schon öffnet sich hier wieder diese Möglichkeit und du kannst es hier beispielsweise dann auch etwas größer ziehen und die Schriftart größer machen. Das heißt, du gehst hier auf Transparent, dass quasi gar keine Rahmenlinie mehr verfügbar ist und gehst dann am Ende wieder auf Speichern oder wenn du dann hier noch hinzufügst, ja, das hat er gesagt, keine Ahnung, wann der Typ gelebt hat, ja, einfach oder Hashtag 120 ist dein Sokrates-Zitat 120. Jetzt ist das ein bisschen groß, das machen wir wieder ein bisschen klein, dass das in eine Zeile passt und gehst am Ende auf Speichern und Schließen und schon wird es hier auch wieder eingefügt. Und so kannst du in Google Docs ein Textfeld einfügen. Wenn du das jetzt natürlich noch kleiner ziehst, kannst du auch einstellen, dass der Text quasi um dieses Bild drumherum fließt. So, hier zum Beispiel. Okay, Moment, ja. Nee. Du kannst dann hier auch einstellen, dass der Text das Objekt umfließen soll. Also, dann würde der das hier so, würde es aber hier haben und dann würde auch der Text, beispielsweise deine Textbox bzw. dein Textfeld hier umfließen. Und das ist auch wieder eine sehr coole Möglichkeit, in Google Docs ein Textfeld einzufügen. Und das war es auch schon wieder mit diesem Tutorial. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Hast du eine Frage oder Vorschläge, schreibe es in die Kommentare. Like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Tutorials mehr verpasst. Jeden Dienstag und Donnerstag um 16 Uhr kommt ein neues Video online. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bleib gesund. Ciao. I'm just going with the gut. Never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast.